So. Und wohin? Wo gehen wir hin? Ich weiß es nicht. Es wird uns nämlich immer noch der Hirsch von drüben angezeigt. Als ob ich mit Leder voll bin. Du wirst mich doch verarschen. Ich kann kein Leder mehr aufsammeln? Ist das euer Ernst? Das Blöde ist, ich brauche immer noch so ein Bärenleder, um noch mehr Dings abzugraden. Hier sind wir voll. Da können wir auch nichts machen. Da geht uns aktuell auch noch das Zeug ab. Wir sind sonst überall voll. Das ist echt mega bitter. Wie gesagt, das Einzige, was uns abgeht, sind diese Bären-Dinger. Das heißt, von dem her bin ich fast am Überlegen, ob wir nicht einfach irgendwo hinreisen, wo ein Bär ist. Wenn, ich weiß nicht, werden die exotischen Tiere auf der Karte angezeigt? Beziehungsweise, wir hatten doch hier mal in der Nähe... Was haben wir hier? Erst 7%? Abgeschlossen, tatsächlich. Gottloses Tal. Aber da waren wir doch eigentlich gerade, oder? Und ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die Bären werden nicht angezeigt auf der Map. Das ist ein bisschen blöd. Und ich glaube auch nicht, dass wir irgendwie die Bären-Sachen kaufen können oder sowas. Das wäre mir nämlich auch recht. Dann kaufen wir die Dinge halt. Okay, wir müssen jetzt erstmal hierher. Dann ist das quasi doch das Kupferwerk, das da markiert ist. Dann passt das schon. Gut, und wo müssen wir hin? Das gegen... irgendwo da vorne. Vielleicht ist das ja... ihr wisst ja noch, wir am Anfang hatten wir mal, wo wir schon hier mal waren. Da gab es mal einen Ort. In den sind wir nicht reingekommen. Das ist bloß die Frage. Ist es rechts von uns? Also wahrscheinlich oben oder vorne an der Ecke. Ja, dann wäre das ja hier irgendwo. In dem Haus. Und von dem her glaube ich eher oben drauf. Ja, hier können wir nirgendwo rein. Schauen wir mal. Gehen wir mal nach oben. Und dann springen wir mal darüber. Jawohl, ein bisschen Munition. Gefunden. Ich vermische jetzt die Zutaten. Was Neues von der Patrouille? Hab gerade eine Übertragung empfangen. Sie sind auf dem Weg. Wo sind sie jetzt? Sie... Oh nein. Sie kommen direkt auf dich zu. Du könntest an ihnen vorbeischleichen, aber es ist vermutlich zu spät. Tut mir leid, Lara. Verdammt. Kein Problem. Hier und jetzt. Wir sind scheinbar eh bloß zu zweit. Von dem her nicht wirklich ein Problem. Ah, okay, unten ist einer. Okay, gehen wir mal darüber kurz. Sammeln natürlich hier wieder alles auf, was wir brauchen können. Oder besser gesagt, was wir kriegen können. Brauchen können wir nämlich alles. Komm schon. Zeige dich. Ist gut, wir müssen mit dem Ding nicht mal mehr einen Kopfschuss machen, um die Leute wirklich zu töten. Ehrlich gesagt kann ich mir was Schöneres vorstellen. Wenn es wirkt, stelle ich welches her und treffe dich im Tal. Ich sag Bescheid, wenn ich dort bin. Okay. Das heißt, wir müssen wieder schnell reisen. Das werden wir natürlich dann ausprobieren, nachdem wir die Leute hier gelootet haben. Ich brauche von allem Munition. Hauptsächlich Pfeile momentan. Aber ich bekomme eine Schaufel mit Munition. Aber ist okay. Wir brauchen dringend so einen scheiß Bären dann auch. Das ist eigentlich mehr oder weniger auch so eine Sache, die ich als nächstes angehen möchte. Aber wir reisen erstmal wieder schnell.
Und zwar in das Nachbargebiet. Wir müssen dahin, das heißt, das ist das nächste Basislager. Sollte eigentlich relativ ratzifatzi gehen. Das ist eine ganz schöne krasse Nebenquest, die uns die Gute da aufgetischt hat. Damit kann man auch auf jeden Fall nochmal gut Zeit rumbringen. Nach der Hexe. Jetzt sind wir schon wieder hier. Nur genug für zwei Dosen. Ach so. Okay, ich verstehe. Ich darf nichts vergeuden. Mhm. Damit ich quasi herausfinden kann, wer die Hexe wirklich ist. Ich verstehe. Und jetzt machen mir die Pollen nichts. Es funktioniert, Nadja. Alles sieht, naja, nicht wirklich normal aus. Aber anders als letztes Mal. Gut. Ich habe genug Gegengift für mich und Großvater. Falls wir ihn finden. Ich bin jetzt unterwegs zu dir. Aha. Wer sagt mir, dass sie nicht irgendwie da mit drinsteckt? Vogelscheuchen. Na klar. Okay. Jetzt habe ich auch meine Waffen, theoretisch, aber ich kann sie trotzdem nicht auswählen. Konnte ich beim letzten Mal auch schon hier rüber gehen? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube, das ging nicht. Oder ich habe mich vielleicht auch einfach nur blöd angestellt. Das kann natürlich auch sein. Das kann nicht derselbe Ort sein. Ich hatte mich hier verirrt. Oder so. Das ist Trinity-Ausrüstung. Muss ich letztes Mal glatt... Alles ist gesehen haben. Wir haben den alten Mann am Eingang des Tals verloren. Fischer ist fort, Parker ist fort. Einfach weg. Spurlos. Man kann seinen Augen nicht trauen. Wir sehen Dinge. Leichen. Schlimmeres. Dinger, die laufen. So groß, dass sie die Sterne verdecken. Ich weiß nicht mehr, was real ist. Ich weiß nicht, ob es eine Realität gibt. Sind es die Augen? Die Augen müssen weg. Meine Hände sind jetzt ruhig. Billings geht als Erster. Stopp! Stillhalten! Okay. Übersehen haben. Ja, also das hat letztes Mal alles anders ausgesehen. Vielleicht sind sie noch am Leben. Definitiv. Und hier, also entweder war das einfach dann durch die optische Illusion einfach, dass wir uns im Kreis bewegt haben oder so. Es war auf jeden Fall ein längerer Weg letztes Nadja, Mal. Was weißt du über diese Ruinen hier draußen? Unser Volk hat das Tal gemieden, lange bevor die Hexe sich hier einnistete. Die Gründer haben dort draußen einen Schrein gebaut. Doch irgendwas ist ihnen passiert. Wir waren seit Generationen nicht mehr dort. Selbst wenn deine Vision nicht real war, ist dieser Ort gefährlich. Okay. Das glaube ich hier sogar gern. Aber wir schauen jetzt mal ganz kurz. Wir haben hier... Nur Wölfe. Verdammt. Hier die Wölfe, aber die sind... irgendwie von da eigentlich gekommen. Aber es ist witzig, dass die halt jetzt auch schon tot sind, gell? Sind wir von der Seite gekommen oder von wo sind wir gerade gekommen? Wir sind von links gekommen, ja, also wir müssen da hoch. Warum auch immer wir dann auf der anderen Seite das nochmal freiziehen können. Ich bin jetzt auf der ersten Ruine. Das sieht nicht wie ein Schrein aus. Das ist eine Art Apparatur. Ich sehe Seile und Holzzahnräder. Die Gründer haben im Tal Aufzüge gebaut, um Menschen oder Vorräte zwischen den Gipfeln zu transportieren. Aber sie sind alle kaputt. Das muss einer davon sein. Versuche ganz nach oben zu kommen. Ich komme gleich nach. Ich bin jetzt in der Flucht. Ich sage Bescheid, sobald ich da bin. Okay. Ich meine, ich könnte auch theoretisch einfach auf sie warten, oder? Dann könnten wir gemeinsam vorgehen, aber nein. Es ist dunkel. Die anderen sind da draußen. Ich kann sie keuchen hören. Moment der Klarheit, aber er verrinnt. Kommt weniger häufig. Wir sind krank. Vergiftet. Irgendwas. Ist auch egal. Hab vergessen, wieso wir hier sind. Hab vergessen, wo wir vorher waren. Erinnere mich kaum, wer ich bin. Hier ist noch jemand. Wandelt unter uns, während wir kriechen und heulen. Ein Geist, eine Göttin, eine Dämonin. Sie flüstert. Wir hören zu. Hören zu. Hören zu. Ja, dann hört mal zu. Okay, wir müssen da nach oben. Wir können auf jeden Fall mal hier hoch. Wenn ich diese Plattform bewegen könnte. Aha. Okay.
jeden Fall alles sehr, sehr tricky. Was passiert, wenn ich hier drauf steig? Erstmal noch nix. Puh, das ist auf jeden Fall ein bisschen interessanteres Gebiet. Wir haben hier nochmal einen kleinen Nebenarm, den ich fast übersehen hätte. Schauen wir mal, wo es hier hingeht. Da vorne ist eine weiße Fahne. Kann ich hier tauchen? Nee. Doch, ich könnte tauchen. Tauch halt mal. Aber es bringt nichts. Okay. Du musst da immer aufpassen. Man weiß ja nie, was man da so als nächstes noch irgendwo übersieht. Mir wurde zu meiner großen Ehre die Verantwortung übertragen, den Bau eines Schreins für die Apostel weit draußen im Tal zu beaufsichtigen. Der Ort liegt auf der Grenze unserer neu gegründeten Stadt, am Ende einer entfernten Schlucht. Die natürlichen Wasserfälle und geothermalen Quellen geben uns die einzigartige Möglichkeit, mit unserem gemeinsamen Wissen einen Ort der frommen Anbetung und Besinnung zu schaffen, der nicht nur das Andenken der Apostel ehrt, sondern auch unsere jüngsten Fortschritte auf dem Gebiet der Baukunst. Wir haben das Reich, das wir zurückgelassen haben, bereits überflügelt. Wir werden am Morgen eintreffen und den Grundstein zu einem Schrein legen, der unsere Vergangenheit und die Zukunft unserer Stadt ehren wird. Na, das hört sich doch wunderbar an. So. Wir müssen jetzt aber erstmal schauen, wie wir hier wieder raus... Also, was nicht rauskommen, nicht, sondern weiterkommen. Wir haben hier etwas, wo wir dran ziehen können. Das heißt, es wäre doch mal eine Möglichkeit, das Erstoffensichtlichste zu nehmen. Hallo? Zieh dich da fest. Okay. Neuer Plan. Da wir das nicht verbinden können, verbinden wir das. Und wir gehen aber hier an der Seite. Wir können an der Seite nicht hoch. Wir könnten uns selbst da hoch. Weil es bringt uns theoretisch auch nichts. Aber dann sehen wir zumindest mal, was hier oben so los ist. Wir haben hier an der Seite noch etwas. Das Teil da unten. Okay. Schauen wir einfach mal, was passiert, wenn ich das Ding da drehe. Dann sehen wir ja schon mal, was passiert. Okay, ich kann das andere Ding... Ah, nee, sie bleiben. Nee, sie bleiben nicht. Was, wenn wir das Ganze runterdrehen? Und dann wiederum da einspannen. Dann müsste es ja so bleiben. Die Frage ist, kommen wir da jetzt überhaupt hin? Oder hätten wir da ein bisschen warten müssen, bis das quasi sich halbwegs auf der gleichen Höhe befindet? Ich glaube, so ist es nämlich, Leute. Die machen es einem nicht zu leicht, weil sonst wäre es ja... Sonst würde es ja jeder können. Das heißt, wir müssen da einfach nochmal kurz kappen. Und jetzt sind wir zu langsam. Ja, jetzt waren wir zu langsam. Also das müssen wir ein bisschen besser abpassen. Jetzt müssen wir natürlich hier wieder neu spannen. Okay. Dann können wir das Ding jetzt wieder neu aufziehen. Genau. Und jetzt warten wir ein bisschen. Bis das unten nach unten kommt. Noch ein bisschen. Und jetzt verbinden wir es. Und ich hoffe, wir kommen jetzt überhaupt noch hin. Weil jetzt ist es schon wieder relativ hoch. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier die richtige... Wir müssen definitiv irgendwie darüber... um das mit dem anderen Teil zu verbinden. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt von hier aus da drauf kommen, oder? Nee.
Wir schneiden es nochmal ab und probieren es nochmal neu. Ach, vergiss es, ich muss es erst wieder da einbinden. Weiß nicht, war das jetzt zu spät? Wahrscheinlich, aber ich bin mir nicht sicher, ob es eine Zwischenstufe gibt. Oder ob das jetzt schon wieder zu hoch ist. Schauen wir mal. Schaut auf jeden Fall am besten aus, also bis jetzt hat man es noch nie so gut, glaube ich. Jawohl. Das schaffen wir auch. Jawohl. Nice. Sehr schön. Und dann können wir die Dinger da verbinden. Dann können wir das hier hochziehen. Die Frage ist, wie weit? Und die Frage ist, bleibt das oben? Nein, das bleibt auch nicht oben. Es fällt auch wieder runter. Vielleicht komme ich über eins dieser Seile zurück nach oben. Das ist richtig tricky, Leute. Das ist richtig tricky. Weil wir könnten... Ich muss irgendwie darüber kommen. Ich sehe echt, aktuell sehe ich echt keine Möglichkeit, Leute, wie wir darüber kommen sollen. Wie können wir es verhindern, dass das Ding runterkommt? Weil wir können es auch nicht befestigen. Das heißt, wir müssten schnell genug sein, darüber zu kommen. Wir können es mit nichts anderem verbinden. Also, ich sehe da keinen Gewinn für uns. Aber wie gesagt, auch wenn das Ding jetzt da oben ist, so müsste es jetzt bleiben. Das ist eigentlich das Problem. Weil wenn ich jetzt hier loslasse... Ich komme hier trotzdem deswegen nicht hoch. Und irgendwann geht das Ding wieder nach unten. Puh. Also das ist wirklich eines der trickiesten Parts, die ich bis jetzt hatte, muss ich sagen.